In diesem Video bei InvestSigns ist einer der Finanzexperten Deutschlands zu Gast, Professor Dr. Dr. Martin Weber. Professor Weber ist Seniorprofessor an der Universität Mannheim, Ideengeber des Arero Weltfonds und ist in diversen BWL-Professoren-Rankings in Deutschland regelmäßig in den Top 3 zu finden. Im zweiten Teil des dreiteiligen Interviews mit Professor Weber haben wir über den von ihm mitinitiierten Arero-Fonds geredet, welches mittlerweile eines der erfolgreichsten Finanzprodukte in Deutschland im Bereich der passiven Geldanlage ist. Wenn ihr wissen wollt, was der Arero genau ist, dann schaut euch mal dieses Video dazu an. Wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid, dann drückt mal auf den Abonnieren-Button, um auch den letzten Teil des Interviews mit Professor Weber nicht zu verpassen. Viel Spaß beim Video! Jetzt sind Sie ja mit, ich glaube, 1,17 Milliarden Fondsvolumen eines der größten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Instrument im Bereich der sogenannten passiven Geldanlage. Würde ich jetzt als Anleger, wenn ich 100 Euro zur Verfügung hätte als monatlichen Sparplan, würden Sie mir dann den Arero-Fonds empfehlen oder einen MSCI World? Naja, also erstmal, wenn ich MSCI World nehme, würde ich immer MSCI World All Country nehmen, weil da die Emerging Markets dabei sind. Das würde ich aber nicht machen, weil unser Fonds natürlich viel besser ist. Also erstens haben wir verschiedene Assetklassen, Aktien, Renten, Rohstoffe, was ich besser finde in der Diversifikation. Die Schwankung wird geringer, das ist einfach ein Vorteil. Die zweite Sache ist, wir haben eine Gewichtung drin, dass wir die einzelnen Aktienregionen nach Bruttoinlandsprodukt gewichten. In dem MSCI World, gerade in dem, ist Nordamerika besonders stark. Das kann man mögen, das ist in Ordnung. Wir haben also aus der Statistik aus der Vergangenheit herausgefunden, dass es eigentlich besser ist, wenn man das ein bisschen gleichgewichtet nach Bruttoinlandsprodukt, weil man dann manche Blasen nicht mitbekommt. Also deswegen finde ich das besser. Aber ich meine, wenn man sagt, ich will in den MSCI World investieren und nicht auf Sparbuch, ist das sicherlich auch eine richtige Entscheidung. Sollte man, wenn man jetzt aber ein junger Anleger ist, vielleicht, also sagen wir mal in den 20ern, sollte man nicht da vielleicht sogar das gesamte Risiko des Aktienmarkts mitnehmen und auf Anleihen und Rohstoffe vielleicht sogar komplett verzichten, weil man ja noch so lange, wenn man langfristig investiert, zumindest 30, 40 Jahre in die Zukunft gerichtet, dieses Risiko aussitzen kann? Naja, da kann ich nur in die Vorlesung Finance 101 appellieren. Da wird ja gerade gezeigt, dass man im Prinzip eine Kombination einer risikofreien Anlage und des Marktportfolios halten soll. Und im Marktportfolio sind eigentlich alle handelbaren und nicht handelbaren Assets drin. Ne? Und da gehören zumindest Anleihen, also Rentenpapiere, Rohstoffe und Aktien dazu. Das heißt, das gehört einfach dazu. Ne? Und wenn einem dieses Paket, was ein optimales Paket ist, zu riskant ist, kann man es mit Cash mischen. Und wenn es zu wenig riskant ist, würde man einen Kredit aufnehmen, um das zu machen. Ne? So geht die Theorie zumindest. Ne? Und wir unterrichten die und prüfen die auch auf die Art und Weise ab. Und das finde ich eigentlich so, soll man es machen. Ne? Und gerade bei den Rohstoffen ist es ja so, dass die Wertentwicklung etwas schwieriger vorherzusagen ist als bei Aktien. Also Rohstoffe schwanken ein bisschen und über die letzten 10, 15 Jahre war die Wertentwicklung jetzt auch nicht besonders erfreulich, sage ich jetzt mal. Würden dann nicht vielleicht auch nur Aktien und Anleihen ausreichen? Das ist eben die Sache. Ne? Also man muss eben ein Konzept haben und ich bin mal völlig begeistert. In den letzten 10 Jahren lief es nicht so gut, aber davor, die 20 Jahre davor lief es hervorragend. Und also ich finde das toll. Ich gucke dann irgendwie vor 3 Monaten oder vor 4 Monaten in die Zeitung rein, da heißt es jetzt Rohstoffe und die sind unheimlich hochgegangen. Der Ölpreis ist hochgegangen von, ich glaube, 25, 30 Dollar auf 60 und so weiter. Und wir sind dabei, aber wir waren dabei, als er runtergegangen ist. Ne? Das heißt, wir können, wie im ersten Teil des Interviews, die Zukunft nicht vorhersagen. Und Rohstoffe sind eine Assetklasse und das Gute ist eben, dass die Korrelation mit dem Aktienteil nicht so groß ist. Das heißt, selbst wenn die keine Rendite hätten, was nicht stimmt, aber selbst dann wäre es sinnvoll, weil dadurch das Risiko reduziert. Wenn ich also den Arero dann habe, dann habe ich ja die 3 Anlageklassen. Bin ich dann, was meine Altersvorsorge angeht, zumindest was die Investitionen am Kapitalmarkt betrifft, vollständig aufgestellt? Brauche ich da nichts anderes? Naja, was man immer noch als wichtige Assetklasse hat, ist natürlich Immobilien. Und Immobilien haben wir nicht reingenommen, weil sehr viele Leute Immobilien haben. Also ob das die Eigentumswohnungen sind oder später mal ein Haus oder was Ähnliches in die Richtung. Und das ist ja bei sehr vielen Leuten schon ein Klumpenvermögen, ein Großteil des Vermögens.
Und deswegen ist die Immobilienseite nicht dabei. Ne? Das heißt, das ist eine wichtige erste Klasse, die nicht dabei ist, das muss man auch wissen. Aber wir haben uns eben bewusst dagegen entschieden. Ne? Und, aber wenn man diese Klassen hat, dann kann man noch Briefmarken sammeln, aber das wird für die Altersversorgung nicht der zentrale Punkt sein. Gehört also für Sie, für ein diversifiziertes Portfolio, eine Eigentumswohnung oder eine selbstgenutzte Immobilie mit dazu? Das ist viel schwieriger als die Frage, natürlich hintergründig, die Frage zeigt das schon hintergründig. Das Wort selbstgenutzt ist das Wichtige. Ne? Bei der Immobilie ist nicht klar, ob das ein Asset ist oder ob das eine Sache ist, die man genießt. Ne? Das heißt, wenn Sie ein Eigenheim, wie der Name so schön sagt, haben und sagen, der will ich erst im Sarg rausgetragen werden, dann können Sie das nicht für die Altersvorsorge nutzen. Das ist eben fix. Ne? Wenn Sie aber sagen, ich habe ein Eigenheim und will sowieso später mal in ein Altersheim ziehen oder will mich verkleinern oder so weiter, dann ist es eben ein Asset. Ne? Es ist so letztendlich so schwierig, da was Allgemeines zu sagen, dass Immobilien wirklich eine eigene Sache sind. Ne? Zusätzlich sind bei Immobilien, muss man auch noch dazu sagen, die sind auch riskanter, als man eigentlich denkt. Ne? Das heißt, wenn Sie eine Aktie kaufen und verkaufen, zahlen Sie heute fast nichts. Ne? Ein bisschen Gebühren, aber das ist nicht viel. Ne? Aber wenn Sie eine Immobilie kaufen und verkaufen, zahlen Sie fast 10% ne? an Gebühren und so weiter. Das ist auch weniger liquide, die ganze Sache. Ist eine eigene Sache. Ne? Ist nicht so einfach und braucht auch Beratungsbedarf. Und ist auch, wenn Sie an die Hinterpfalz gucken, sind die Preise dramatisch eingebrochen. Ne? Ist auch doch riskant. Ne? Und wenn man dann sagen würde, ja gut, ich möchte nicht eine selbstgenutzte Immobilie, aber ich nutze Immobilien wirklich aktiv als Assets. Ich kaufe mir in verschiedenen Städten in Deutschland, nur mal angenommen, oder selbst ich kaufe mir hier in Mannheim 3 Wohnungen. Ist das dann schon eher ein Investment auch für die Altersvorsorge? Das ist ein Investment für die Altersvorsorge, aber wenn Sie 3 Häuser in Mannheim haben, sind Sie ja schon bei 1,5 Millionen. Das heißt, dann sollten Sie schon das andere Portfolio auch ein paar Millionen haben und es ist was anderes. Wenn Sie 5 bis 10 Millionen haben, dann müssen Sie irgendwie gucken, ob Sie noch irgendwas anderes dazu machen. Aber die meisten, also die ich sowieso kenne und die Sie vielleicht kennen, haben noch nicht das Problem. Und bei Immobilien ist die andere Sache, wenn Sie eine haben und Sie haben einen Mieter drin, haben Sie natürlich ein hohes Risiko, dass der Mieter nicht zahlt. Und dann funktioniert die Heizung nicht. Und dann sagt der Mieter, aber bis morgen müssen wir vorbeikommen, die Heizung machen. Das ist eine ganz andere Sache. Ne? Wenn Sie bei Aktien oder auch im Immobilienfonds oder auch der Immobilienaktie dabei sind in dem Bereich, haben Sie diese Probleme nicht. Ne? Also dann zu diesem Thema kommen Immobilienfonds, geschlossene oder offene Immobilienfonds. Was halten Sie davon? Das ist eine Sache, die anders ist. Also wir waren ja bisher bei Aktien, Renten, Rohstoffen. Das ist insofern einfach, weil Sie die Dinger fast immer jederzeit kaufen und verkaufen können. Der Kauf und Verkauf kostet nicht so viel. Ne? Mhm. Beim Immobilienfonds, geschlossenen Immobilienfonds, ist eine ganz andere Gebührenstruktur dahinter. Es ist einfach unglaublich, was die teilweise teuer sind. Mhm. Und da müssen Sie dann schon Research betreiben. Da gibt es auch keinen in dem Sinne effizienten Markt. The Price is Right gibt es da alles nicht. Ne? Ist eine ganz andere Form von Anlage. Ne? Das heißt, wenn ich als Jüngerer heute mein Geld anlegen würde, würde ich das zunächst mal nicht machen. Wegen den hohen Kosten und wegen dem extensiven Research, was man betreiben muss? Ja, wir haben eben, um es im Norddeutsch zu sagen, die asymmetrische Information. Der Verkäufer weiß viel mehr. Es ist natürlich vielleicht ein Bauträger zwischendrin, der viel mehr weiß. Sie können es beim Geschlossenen nicht jederzeit verkaufen, nur über den Zweitmarkt mit sehr hohen Abschlägen. Es ist eine andere Geschichte. Wenn Sie eine BASF-Aktie haben, als Beispiel eine Einzel- oder Fonds, spielt keine Rolle, der gefällt Ihnen nicht mehr, dann drücken Sie auf den Knopf, das Ding ist weg. Ne? Und kostet fast nichts, das zu verkaufen. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen über Kosten geredet, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Arrero-Fonds. Der Arrero-Fonds ist ja mit 0,5% Total Expense Ratio, also jährliche Kostenquote, ja recht günstig. Jetzt hat zum Beispiel justetf.com, die Herren, die kennen Sie ja auch, die haben ihren Arrero-Fonds mal selbst nachgebaut. Da sind sie auf eine Kostenquote von 0,17% gekommen. Ist das für Anleger dann auch eine Möglichkeit, einfach sich das selbst nachzubauen? Also wir haben mal geguckt und ich glaube nicht, dass 0,17 stimmt. Das ist der erste Punkt. Und die zweite Sache ist bei uns, also uns die Kostenquote ein bisschen zu legen. Das ist ja 0,45 plus die Taxe in Luxemburg.
Und Sie können den, wir haben das früher sogar, früher am Anfang haben sogar die Wertpapierkennnummern der einzelnen ETFs angegeben, sodass Sie selbst nachbauen können. Aber Sie kriegen eben im Arero eine ganze Reihe von Zusatznutzen. Der erste ist, dass sich jemand ums Rebalancing kümmert. Das ist wirklich schwierig, weil wir wissen eben aus den ganzen verhaltenswissenschaftlichen Studien, dass die Leute das nicht machen. Und ich sage, ich müsste es eigentlich machen. Das kriegen Sie mit. Dann die Indizes leben, diese ganze Verarbeitung, was Sie neu kaufen und reinnehmen und so weiter, ist alles in einem Fonds drin. Und das ist für viele Leute, die so ein Rundum-Sorglos-Paket brauchen, eigentlich sinnvoll. Nicht? Und dann haben Sie natürlich noch den steuerlichen Vorteil, den sowieso fast jeder vergisst, ist, dass bei uns alles zusammen ein Aktienfonds ist. Das heißt, auch der Rententeil, weil er unter einer bestimmten Größe ist, wird auch insgesamt als Aktienfonds gerechnet, was steuerlich einfach einen Vorteil hat. Mhm. Darauf wollte ich jetzt nämlich auch hinaus. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass es eine außerordentliche Strategieanpassung gibt, sobald der Wert des Aktienanteils unter 52% rutschen würde. Also das habe ich im letzten Video nicht erwähnt. Das hat diesen steuerlichen Hintergrund, nehme ich an. Ja, Sie müssen beim Aktienfonds nur 70% für die zahlrichtige Erinnerung versteuern. Das sind Teilfreistellungen. Und wenn es ein anderer Fonds ist, müssen mehr machen. Und wir sind aber auf die 0,70. Die Voraussetzung ist aber, dass Sie 51% Aktien in dem Fonds haben. Und das ist sinnvoll. Das macht auch wirklich was aus, dass Sie einfach deutlich weniger, also ich deutlich schon signifikant weniger Steuern zahlen. Aus der Community gab es auch jetzt noch sehr, sehr viele Nachfragen. Es gibt ja nicht nur den klassischen Arero, sondern auch den nachhaltigen Arero. Können Sie da vielleicht ganz kurz skizzieren, was eigentlich nachhaltig im Arero bedeutet? Naja, also nachhaltig ist ein Fonds, der sich nach den sogenannten ESG-Kriterien ausrichtet. ESG, Environmental Social Governance. Es ist wichtig zu sehen, dass man heute eben nicht nur über CO2-Reduktion denkt, sondern man denkt, es ist genauso wichtig, Kinderarbeit nicht drin zu haben oder keine Streubomben drin zu haben oder nicht, dass es auch sinnvoll ist, dass eine gewisse Frauenquote im Unternehmen eingehalten wird. Das sind eben die Sachen ESG oder Lieferketten eingehalten werden. Und der Arero nachhaltig ist, wenn Sie wollen, wie der Arero, genau dieselbe Idee, genau dieselbe Kostenstruktur. Aber dann gibt es eben so vier Hauptkriterien, nach denen die Unternehmen ausgedünnt werden. Nämlich einerseits schlechte Industrie, das heißt, wenn sie hauptsächlich in Pornografie unterwegs sind, ist das nicht dabei, oder Waffen oder ähnliche Sachen. Wenn sie auf anderen allgemeinen Kriterien, UN-Kriterien nicht so gut sind, sind sie nicht dabei. Wenn Sie ein sogenanntes Klimatransitionsrisiko haben, das heißt, Sie sind irgendwo in der Ecke, wenn sich das Klima ändert, dann haben Sie unheimliche Probleme, sind Sie nicht dabei. Und noch ein weiteres Kriterium, das ich vergessen habe, sind Sie auch dabei. Und damit werden die Unternehmen rausgemacht, das heißt, Sie haben weniger Unternehmen drin, sind in den besseren ESG-Unternehmen investiert. Okay, bessere ESG-Unternehmen ist dann nach dieser Klassifizierung, würde aber im Umkehrschluss immer noch bedeuten, dass zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen der Unternehmen nennen, aber sagen wir ein ölproduzierendes Unternehmen, wäre das dann auch in Ihrem Fonds mit drin trotzdem? Das ist eben der Best-in-Class-Ansatz. Ne? Sie können natürlich einerseits sagen, ich will überhaupt kein Öl produzieren, also produzieren ist eh nicht richtig möglich, also wenn man will, aber wie BASF, die ja ölverarbeitende Unternehmen sind, oder dass man sagt, Chemie ist generell schlecht, das finde ich auch keinen richtigen Ansatz, ne? Weil ohne Chemie haben wir nichts zu essen, übertrieben gesagt. Und dann würde ich immer so vorgehen, wie wir es auch machen, dass man innerhalb dieses Ansatzes nimmt, dass man die Schlechten in dem Bereich ausmacht. Das heißt, wir akzeptieren, dass wir eine Ölverarbeitende, eine Chemieindustrie brauchen und die Puis, die wird nicht investiert. Aus welchen Gesichtspunkten sollte man dann nachhaltig investieren? Na, wir machen es halt nach dieser Form. Es gibt sicherlich auch andere Sachen. Also was ich wichtig finde, dass man unterscheidet zwischen nachhaltigem Investieren, das ist auch so eine EU-Regulierung, und so einem Impact-Investieren. Impact-Investieren heißt, dass Sie wirklich was ganz Besonderes machen wollen. Dann sind Sie aber viel, viel enger dabei. Dann investieren Sie für Wasserbohrmaschinen in Afrika oder sowas in der Richtung. Und bei den so normalen Nachhaltigen wie wir auch, versucht man, das Universum so zu machen, dass die Schlechten rausfallen. Die einigermaßen guten und sehr guten übrig bleiben und damit einen Druck auf die gesamte Industrie ausüben will. Und das ist eben das, was wir als nachhaltig in dem Moment ansehen. Mhm.
Gibt es da auch Studien dazu, dass nachhaltiges Investieren auch wirklich zu einer Verbesserung der Unternehmenspolitik führt? Oder würde es nicht vielleicht für den einzelnen Verbraucher sogar sich mehr lohnen, seinen eigenen Konsum umzustellen, anstatt nachhaltig zu investieren? Das ist das Tolle in der nachhaltigen Sache, ist, gibt es keine einzelne Sache, die man machen kann. Und ich habe mit einem Finanzvorstand beim Großunternehmen gesprochen und gesagt, was halten Sie eigentlich für den nachhaltig? Der sagte, das drückt aus allen Ecken und Enden rein. Man muss nur den Jahresbericht der Unternehmen mal angucken, da ist ein Nachhaltigkeitsreport drin. Der sagt, das geht dann so weit, wenn ich dann abends rumsitze, die Putzfrau kommt rein und da liegt Papier im Mülleimer, dann sagt die, ah, Herr so und so, haben Sie wieder Papier weggeschmissen oder sowas. Ne? Es ist so viele Aspekte, womit es zu tun hat. Ne? Oder sagt dann auch, oder die sagt dann auch, wenn ich dann irgendjemanden einstellen will, und dann sagt der, was machen Sie eigentlich in dem Bereich? Dann habe ich eine Investorenkonferenz, dann habe ich in Griechen einen Brief von Larry Fink, dem Chef von BlackRock, der dann schreibt, ich soll das und das machen. Das heißt, das ist eine gesellschaftliche Bewegung, die durch den Finanzmarkt mit unterstützt wird. So sehe ich das. Es ist nicht der Finanzmarkt alleine. Ne? Weil es gibt ja auch Leute, die investieren bewusst in Sinnstocks. Ne? Die wollen eben Knarren herstellen und unterstützen oder sowas in der Richtung. Ne? Deswegen finde ich es wichtig, deswegen haben wir es auch gemacht, diese breite gesellschaftliche Bewegung zu unterstützen. Okay. Und das wäre dann eben, was Sie gerade gesagt haben, in diese Sinnstock, in diese sündigen Aktien zu investieren, ist ja auch wieder ein recht rationales Argument, dass wenn sehr, sehr viele Leute in nachhaltige Unternehmen investieren, dass ja dann auch diese Preise dieser unbeliebten Unternehmen eigentlich so niedrig sind, dass es sich wieder lohnen würde. Das ist aber ein theoretisches Argument bisher noch, weil man es nicht weiß. Ne? Also wenn man die Studien guckt, kann man nicht sagen, ob das eine oder andere mehr Rendite bringt. Das liegt aber auch daran, auch methodisch, ne? Vor 5 Jahren waren ganz andere Sachen nachhaltig. Vor 10 Jahren ganz andere, vor 20 Jahren gab es das nicht. Wie wollen Sie Statistik machen mit 5 Jahren? Ne? Das ist jetzt, für mich ist das so ein Schritt in die richtige Richtung. Und es wird sich anpassen, auch durch die EU, die sehr stark in den Bereich pusht. Und dann wir sind jetzt, um Areo zurückzukommen, wir sind dabei, wir bieten eine Möglichkeit. Das wird mit Sicherheit nicht so bleiben. Das ist ein dynamisches Umfeld. Aber wir haben jetzt eine Basis, wo wir dabei sein können. Mhm. Würden Sie jetzt Ihren Anlegern dann eher den klassischen Arero oder den nachhaltigen Arero empfehlen? Wir haben ein Video extra auf der Webseite, wo ich dann wirklich bewusst sage, es ist Ihre Entscheidung. Also nicht, um mich da rauszunehmen. Das heißt, selbst wenn ich das selbst machen würde, müsste ich lange nachdenken. Weil, wie Sie eben ansprachen, ist es ja beim Nachhaltigen so, ich kann ja auch in der Arero normal investieren und sage, dafür fahre ich einmal mit dem Fahrrad mehr oder sowas in der Richtung. Ne? Oder wenn ich bin in der Arero dabei, also wenn jetzt übertrieben mal wäre und ich wäre sehr reich und würde mehr investieren, deswegen gehe ich auf die Hauptversammlung von dem Waffenhersteller und sage, das muss geändert werden. Ne? Und wenn ich nicht dabei bin, kann ich nicht mitbestimmen. Ne? Es gibt viele Aspekte, warum das eine und das andere besser ist. Zusätzlich zu dem, dass auch manche Definitionen nicht klar sind. Ne? Das Beispiel, ein großer deutscher Automobilhersteller ist in dem einen Nachhaltigkeitsrating ganz toll, weil sie E-Autos herstellen, im anderen ganz schlecht, weil sie Corporate Governance Probleme haben. Ne? Also es gibt viele von diesen Aspekten, aber man soll jetzt dabei sein, man soll sich Gedanken machen, ne? Und auch an Stellschrauben mitdrehen. Ob Sie das jetzt machen im persönlichen Bereich oder durch Aktieninvestment, ist meiner Ansicht nach ein bisschen auch Sache, wie die einzelnen individuellen Präferenzen liegen. Für Anleger am Aktienmarkt ist ja letztendlich auch immer irgendwo die Rendite entscheidend. Sie haben jetzt schon gesagt, man kann es jetzt noch nicht genau bestimmen. Für die Leute, die es interessiert, ich habe auf dem Kanal auch 3 Videos zum nachhaltigen Investieren. Da kann man sich es auch nochmal anschauen. Auch in den Videos, die ich da gemacht habe, konnte ich feststellen, dass auf beiden Seiten der Medaille noch nicht klar festgestellt würde, ob es eine Überrendite oder eine geringere Rendite gibt. Das würden Sie so auch bestätigen? Ja, die Metastudien gibt ja schon mehr, die bringen das auch raus. Das wird auch letztendlich so bleiben. Ne? Wenn dann die Sündenaktien wesentlich mehr, dann würde irgendein reicher Scheich daran investieren und dann wäre es auch wieder gut. Ne? Das ist das Tolle am Markt, ne? dieses Ausgleichen. Dann noch eine abschließende Frage. In Ihrem neuen Buch haben Sie ja empfohlen, den MSCI All Country World Index plus den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, der die internationalen Anleihenmärkte abbildet. Das Kapital soll zu 60% auf den Aktien-ETF und zu 40% auf den Anleihen-ETF verteilt werden. Ist solch eine Portfoliozusammenstellung eine gute Alternative zum Arero? Naja, das muss man sehen. Wir haben das Buch so geschrieben, dass das Wort Arero gar nicht auftaucht, außer vorne auf der Deckseite.
Weil es ist ja als Professor, muss man sich wirklich überlegen, was mache ich jetzt Werbung, wo gehe ich über Währung, wo ich was anderes. Und deswegen haben wir da, wenn Sie wollen, die zweitbeste Alternative genommen, also auch keine Rohstoffe dabei und setzen uns aber auch in den einzelnen Kapiteln damit auseinander, was man machen könnte und so weiter. Und 60-40 ist kein schlechter Ansatz. Das war der zweite Teil des Interviews mit Professor Weber. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazulernen. Falls ihr aber noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Im dritten Teil des Interviews mit Professor Weber wird es nochmal richtig spannend. Hier geht es dann um Investmentmythen und Investmenthypes. Wenn ihr die Videos mit ihm hilfreich fandet, dann drückt auf den Like und den Abonnieren-Button, so kommen sie dann in den YouTube-Rankings etwas nach oben und mehr Leute bekommen Zugang zu smartem Finanzwissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.